Für Chemie Leipzig ging es ca. 40 Kilometer nördlich nach Sandersdorf zum zweiten Wintertest. Das Team von Miroslav Jagatic gewann das erste Vorbereitungsspiel gegen Delitzsch. Deutlich 8:1, dieses Mal der Gegner, also aus der Oberliga Süd. Mit einem alten Bekannten aus Chemiesicht, Brandon Stelmark, hier am Ball. Er schnürte letzte Saison die Schuhe für die BSG und leitete zumindest die erste Torannäherung von Sandersdorf mit ein. Chemie nach der Hinrunde auf Rang 13 in der Regionalliga Nordost als Aufsteiger voll im Soll, aber trotzdem gilt es, diese Vorbereitung zu nutzen. Erste Chance durch Florian Kirstein, der in den letzten drei Hinrundenspielen auftrumpfte, vorher keine Minute auf dem Platz stand. Wenig Sendefähiges in Hälfte 1, die 0 stand, was, wenn dann nur Union-Trainer Thomas Sawetzki gefallen konnte. Sandersdorf, Tabellensechster in der Oberliga Süd mit solider Defensive, aber im Angriff sind sie oft noch zu harmlos. Da geht mehr für Stelmark und Co., der ehemalige Chemiker, noch auffälligster Offensivakteur. Chemie kreierte wenig Zählbares vor dem gegnerischen Tor, wenn dann durch Zufall mal hier Heinze, der seine Schusstechnik beim Derby-Sieg gegen Lok unter Beweis stellte, da setzte er die Kugel allerdings in den Knick. Ansonsten schaffte es Union Sandersdorf, den Regionalligisten zu bändigen. Ab und an drückten sie den Gegner sogar komplett in die eigene Hälfte, kamen vor bis zum Tor von Benjamin Bellot, der zur Halbzeit reinkam. Aber Abschlussstärke war an diesem Abend ganz klein geschrieben, war nicht vorhanden, weder bei Sandersdorf noch bei Chemie, und so endete dieser Test mit einem ernüchternden 0:0. Man muss einfach sehen, dass man schneller durchwechselt, in offene Spielrichtungen steht, sich vororientiert. Ja, dass man natürlich versucht, mit zwei Ballkontakten zu arbeiten, dass man den Gegner ein bisschen in Bewegung hält, dass man den Gegner von links nach rechts versucht zu bewegen, um dann auch natürlich eine gewisse Möglichkeit auch vertikal zu spielen, sich erarbeitet. Und diese Räume haben sich dann einfach nicht ergeben. Und wenn sie sich ergeben haben, haben wir zu langsam den Ball dann auch zirkulieren lassen. Und da konnte sich natürlich auch Sandersdorf formieren. Und wie gesagt, in der Regionalliga ist es dann natürlich noch schneller und dann kommst du gar nicht zu Zuge. Und dann die letzte Instanz ist dann eben der lange Ball und den wollen wir dann nicht unbedingt. Der Kampf stimmt immer bei Chemie, spielerisch muss Jagatic noch weiter feilen. Am 26.01. beginnt die Rückrunde gleich mit dem Kracher zu Hause gegen den BFC Dynamo. Sandersdorf hat noch 5 lange Wochen Vorbereitung vor der Brust. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.